Also wenn man was verändern will, dann geht das ja nur, wenn wir im Prinzip die 99% ansprechen. Eigentlich die nächste Rede geht eigentlich ein bisschen darum, über die Friedensmahnwache an sich, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Und es sind ja auch einige neue da und die werden sich wahrscheinlich so ein bisschen gefragt haben, worüber hat eigentlich der Stefan da mit seinen Achonten wirklich geredet? Weil ich glaube, die meisten, die wissen wahrscheinlich gar nicht, worum es eigentlich ging. Es war so, irgendwie vom Monat gab es halt einen heftigen Streit innerhalb der Orga und ein Teil hat sich auch abgespalten. Ich möchte nur ganz kurz dazu sagen, worum es eigentlich ging. Also im Kern ging es eigentlich darum, dass ein Teil der Friedensbewegung wollte eigentlich politische Themen eigentlich mehr oder weniger gänzlich aus dem Programm streichen und eher so, ich sag mal, es ging da mehr um den inneren Frieden erreichen und so weiter und in so eine eher spirituelle, ja, Richtung, dass sich das so entwickelt. Nur im Prinzip, also das Team, was jetzt noch dabei ist, hatte auch überhaupt keine Probleme jetzt irgendwie mit Spiritualität und so weiter. Es geht eigentlich nur darum, dass wir eigentlich eine große Friedensbewegung erreichen. Und zwar, dass wir uns nicht einseitig irgendwie in eine Richtung oder so bewegen, sondern dass wir, ich meine, wenn wir wirklich was erreichen wollen, also wirklich auch unsere Ziele erreichen wollen, nämlich Frieden, also wenn man was verändern will, dann geht das ja nur, wenn wir im Prinzip die 99% ansprechen. Es funktioniert nicht, wenn wir uns, sag ich mal, nur rein in so eine, ich sag jetzt mal, spirituelle Richtung bewegen. Es bringt auch nichts, wenn wir rein so diese linksliberale Schiene fahren oder was weiß ich, nur rein so konservativ, traditionell, sondern es geht letztendlich darum, dass man irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner findet. Weil sonst funktioniert es nicht. Und zum Thema, ja, Esoterik. Ich habe da jetzt auch kein großes Problem mit. Nur ich denke, es darf nicht darauf hinauslaufen, dass man jetzt nur mit sich selbst zufrieden ist. So, dass man, ja, ich habe jetzt meinen eigenen Frieden erreicht und so. Ich bin mit mir selbst glücklich und das war's dann. Also es geht nicht nur darum, also ist schon wichtig, dass man mit sich selber klarkommt und irgendwie den Frieden auch in sich trägt, aber man muss, ich denke, man hat auch eine gewisse Verantwortung. Und wenn man hier über diese ganzen Themen und so Bescheid weiß, dann muss man natürlich dann sollte man auch irgendwie versuchen, den Rest der Gesellschaft auch irgendwie noch mitzunehmen. Weil, ich meine, sonst passiert da halt auch nichts, ne? Also, ich denke mal, deswegen ist es wichtig, dass man sich nicht nur rein ins Private zurückzieht. Sondern man muss halt irgendwie beides. Man muss irgendwie beides irgendwie unter einen Hut bekommen. Jo, Aktivist ist halt nur, wer aktiv ist, wollte ich das dazu sagen. Dann, was war eigentlich der Auslöser von dem Streit? Es ging eigentlich ging es mal um diese Flyer, also die man jetzt auch teilweise in der Stadt doch häufiger sieht. Und ja, also die Flyer, die kamen, also die wurden halt, ich kann es eh sagen, vom Melchior auf eine eigene Initiative gedruckt. Der Melchior ist ein ganz normales Mitglied der Mahnwache, aber nicht irgendwie in einer Organisation oder so drin. Und ja, er hat das einfach so auf eigene Initiative gedruckt. Weil er eigentlich sich so gesagt hat, ja, waren im Prinzip zu wenig Leute da und er wollte irgendwie was machen und ihm waren die Verhandlungswege, also die Verhandlungswege jetzt über die Orga irgendwie zu lang und er hat es einfach gemacht. So, er hat es einfach gemacht und dann war der Streit da. Warum war der Streit da? Weil auf den Flyern ist seine Homepage drauf und nicht unsere. Und diese Webseite, wie kein Blut für Öl und so weiter. Ist halt seine Seite und dazu muss man sagen, der Melchior sagt von sich selber, er ist ein Linker. Ja. Aber nur weil er jetzt die Flyer jetzt uns quasi zugutekommen lässt, heißt es jetzt nicht, dass jetzt die Mahnwache jetzt
weil sie so einen richtigen Linkskurs oder sowas fahren will. Es ist immer noch unser Ziel, irgendwie alle Leute irgendwie anzusprechen. Also auch die Leute, die jetzt vielleicht so ein bisschen konservativer, was ich eher so anderen Heimatbezug haben, genauso wie halt auch, was ich Linksliberale oder Grüne. Ist ja halt alle Menschen halt zusammen halt, ne? Letztendlich geht es ja auch darum, also was ich Multikulti-Befürworter oder Gegner, dass die sich nicht jetzt irgendwie die Köpfe einschlagen, sondern dass man sich vielleicht dann thementechnisch auch ein bisschen mehr dahin orientiert, zu thematisieren, ja warum gibt es überhaupt die ganzen Flüchtlinge und so weiter. Warum ist denn das überhaupt so? Das ist ja letztendlich, die Ursachen sind ja Krieg und wirtschaftliche Unterdrückung und ich denke mal, da könnte man auch irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden. Das würde sogar, da könnte man auch noch einen größeren gemeinsamen Nenner finden, nämlich dann auch vielleicht, dass auch irgendwie Migranten auch hier stehen können. Warum nicht? Ich meine, Palästinenservereine und so, die sind ja auch für den Frieden. Also von daher könnte man ja, den Bogen schlagen. Was wir halt nicht wollen, sind Extremisten jeglicher Couleur. Also, die Spaltung der Gesellschaft ist ja momentan eher so, aber vielleicht sollte man eher so links und rechts die Ränder abschneiden und der Rest, da, mit dem kann man was anfangen. So. Ja, jetzt noch zum Abschluss noch ein paar praktische, technische Sachen. Also wir haben jetzt die Homepage neu gestaltet. Da haben wir jetzt auch, unsere Flyer und zumindest die Flugblätter sind auch online, also da sind auch die ganzen Quellen zu den Fußnoten drin und so weiter. Und der Sinn dieser Flugblätter ist eigentlich auch, dass sich jeder vielleicht irgendwie ein bisschen was von mitnimmt und dann irgendwie an Freunde, Verwandte oder einfach in die Postkasten werft, wenn euch das anspricht. Jo, und ansonsten, ja wie gesagt, mithelfen kann jeder, dass wir mehr werden und das ist ja auch im Prinzip auch unser Ziel. Wir haben ja auch noch stapelweise die kleinen Spookies da, also diese Flyer da zum. Muss man nur ein bisschen befeuchten und dann kann man es überall. Also nur da hinkleben, wo es erlaubt ist, natürlich. Und genau. Genauso wie die Flugblätter halt auch. Also könnt ihr an eure Freunde bekannt verteilen. Und ja, das war es im Prinzip schon. Okay, vielen Dank.